Shalom Gleichgesinnte, einige von euch träumten seit der Kindheit davon, dass ich etwas genauer auf die Schwächen vom Ford Mustang der 6. Generation eingehe. Nach wochenlangem Ignorieren hat mich das Nötige dazu verleitet. Wie meine Eier mir sagen. Grundsätzlich gibt es da ziemlich wenig zu meckern, aber ich habe mich unter anderem durch Mustang-Foren gewühlt, wo sich gefühlt nur alte Säcke mit Hängebauch und komischen Signaturen rumtaumeln. Das ist vergleichbar mit diesen mächtigen Instagram-Blogger oder Single-Mütter auf Facebook mit Pseudo-Weisheiten und anderen schlechten Zitaten. Die Kinder mit 17 waren bei beiden bestimmt auch gewünscht. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass diese Gattung Mensch über ihr Fahrzeug in der dritten Person als Pony redet. Mir ist schon klar, dass es ein sogenanntes Ponycar ist, aber Fremden zu erzählen, wie geil ich mein Pony finde, ist keines der Dinge, mit denen man sich identifizieren sollte. Beim heutigen Zeitgeist ist es aber sicherlich nur noch eine Frage der Zeit, bis man das auch tolerieren muss. Da wir jetzt geklärt haben, dass die Zielgruppe Singles sind, die viel Zeit auf Dating-Plattformen verbringen, Ohrring tragen und Tribal-Tattoos cool finden, kommen wir zum eigentlichen Thema, dem Mustang. 1964 kam die erste Generation des Mustangs raus, doch uns interessiert heute die 6. Generation. Die Amis haben mittlerweile verstanden, dass nicht nur Pro-Incest-Rednecks das Auto fahren wollen. Aus dem Grund wollte Ford mit dem Design auch zivilisiertere Kulturen ansprechen und keine Durchschnittskundennamen wie Cletus in der Datenbank haben. Seit Ende 2014 wurde der Mustang der 6. Generation in den USA eingeführt. In Europa kam er im Sommer 2015 in den Verkauf. Geben tut es ihn als Fastback und als Convertible, also Coupé und Cabrio. Amis sind chronische Grobmotoriker. Aus dem Grund kann es bei näherer Betrachtung sein, dass Spaltmaß und Symmetrie so eine Art Fabelwesen sind. So konnte bei einem Dude zum Beispiel die Hinterachse nicht symmetrisch sein. Der Abstand von Reifen zu Karosserie am Heck kann von Seite zu Seite unterschiedlich sein. Die Regel wird es allerdings nicht sein. Im Innenraum sieht es zwar gut aus, aber was die Qualität angeht, wird es nicht so gut sein wie bei Konkurrenzmodellen wie dem BMW 4er, Audi A5, Lexus RC und so weiter. Insofern Leder vorhanden ist, ist es so echt wie die Uhr einiger Internetmenschen. Wer für den Preis S-Klassen-Niveau verlangt, ist eindeutig auf Crack. Einige Besitzer beschwerden sich auch noch darüber, dass es rappelt im Innenraum. Hobbylose, die das Ordnungsamt anrufen, wenn einer falsch parkt, werden zum einen nicht glücklich mit sich selbst und zum anderen nicht glücklich mit dem Fahrzeug. Sobald sie etwas hören, werden sie direkt ausflippen. Schokolade! Was typische Probleme angeht, gibt es eigentlich recht wenig. Doch mit dem Willen zu meckern und der gängigen Attitüde in Deutschland, ausländische Modelle kleinzureden, gibt es so einiges zu beanstanden. Wenn es mal Probleme gibt, dann mit dem Klimakompressor und Kondensator. Außerdem können die Türschlösser noch einen Defekt entwickeln. Merken tut man das, wenn die Tür schwer schließbar ist oder sich während der Fahrt einfach öffnet. Bei Geschwindigkeiten von 200 km/h plus ist das bestimmt lustig. Bei der Rückrufaktion wurden aber beide Türschlösser kostenfrei ausgetauscht. Der Airbag kann nebenbei auch explodieren, weil der Treibsatz zu den Airbag-Gasgeneratoren sich verändern kann und somit extreme Verbrennungen mit sich zieht, wenn der Airbag ausgelöst wird. Dafür gab es aber einen Rückruf. Ähnlich wie mein Hodensack flattert bei hohen Geschwindigkeiten die Motorhaube, weil zu viel Luft unter die Motorhaube strömt. Zusätzliches Profilgummi an der Haubenkante verändert das dann. Als wären das nicht genug Gründe, um bei der Probefahrt komplett durchzudrücken, können Vibrationen bei Autobahnfahrten auftreten. Der Grund dafür ist wahrscheinlich durch eine Unwucht in der Kardanwelle, Antriebsrad, Reifen oder Achswellen. Wenn Geräusche zu vernehmen sind, kommt das ebenfalls gerne aus der vorderen Achsregion. Allerdings kann das eine Kleinigkeit sein, wie nicht ganz zu Ende verschraubte Schrauben oder fehlerhafte Dämpfer, fehlerhafte Domlager, Kugelgelenke der Querlenker und so weiter. Am besten also Lenkrad voll einschlagen und über schlechte Straßen fahren. Wenn irgendwas zu hören ist oder der Verkäufer dabei schwitzt, ist es ein weiterer Verhandlungsgrund. Das Multimedia-System kann auch noch Probleme machen. Die Bluetooth-Verbindung geht weg, GPS-Empfang ist gestört, Navi funktioniert nicht ganz und so weiter. Damit sollte man am besten sofort gehen. Tendenziell regelt ein Software-Update das Ganze. Ganz selten ist auch mal die Hardware schuld. Zu guter Letzt ist noch zu erwähnen, dass der Wagen nicht für kleine Menschen geeignet ist. Pygmäen, philippinische Durchschnittsfrauen und Kinder werden die Außenspiegel nicht richtig einstellen können. Kommen wir zu den Motoren. Die sind nämlich ziemlich solide. Wir gehen aus Mainstream-Gründen nur auf die gängigen europäischen Versionen ein, also dem 2,3 Liter Vierzylinder EcoBoost und dem 5 Liter Sauger V8 GT. Den V6 gibt es nur in den US und A und der wurde auf Facelift sowieso eingestellt, weil ihn keine Sau will, weil der genauso viel schluckt wie der V8 oder Sandra und weniger Leistung als der Vierzylinder hat. Beim GT können erst Modelle einen defekten Ölkühler haben, was den Motor überhitzen lässt. Wenn mal einer auftritt, ist der häufigste Fehler beim V8 ein Ruckeln im Bereich von 2000 Touren inklusive leuchtender Motorwarnlampe. Das verursacht Fehlzündungen und meist ist die Klappensteuerung im Ansaugkrümmer dran schuld. Der GT-Motor hat erst ab Facelift Direkteinspritzung inklusive Saugrohreinspritzung bekommen, weswegen ab da irgendwann verkokte Injektoren dazukommen. Ansonsten gibt es echt wenig zu meckern, weil die Technik vom Motor aus einem Zeitalter stammt, wo Fred Feuerstein noch studiert hat. Den 2.3 EcoBoost gibt es auch im Focus RS und er hatte Probleme mit der Zylinderkopfdichtung. Das trifft aber nicht bei Mustang zu. 2015er Modelle hatten vereinzelt Probleme mit dem Kraftstoffdrucksensor.
Da eine direkte Einspritzung vorhanden ist, verkocht diese auch irgendwann. Durch Additive oder Aral Ultimate Tanken sollte es damit auf Dauer kein Problem geben oder man macht einfach eine BD-Reinigung. Ansonsten gibt es bisher auch wenig zu meckern bei diesem Motor. Das Facelift gibt es seit August 2017 und ist in Europa seit 2018 erhältlich. Es gab neue Scheinwerfer, bessere Materialien, ein digitales Cockpit, ein neues 10-Gang-Automatikgetriebe, die GT-Version hatte zwei Doppelendrohre enthalten und es gab mehr Assistenzsysteme. Beim Getriebe habt ihr zusätzlich noch die Wahl zwischen einem 6-Gang-Schaltgetriebe und bei V-Facelift-Modellen noch ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Lediglich beim Facelift-Schaltgetriebe gab es Probleme mit der Aluminium-Schaltgabel. Die kann sich im dritten und vierten Gang verbiegen, was bedeutet, dass der Gang dann nicht mehr ohne Gleitgel und Anlauf reingeht. Einige mussten deswegen auch das komplette Getriebe wechseln in den USA. Ford hat dazu irgendwann nur eine Anweisung zur Reparatur ausgegeben. Das heißt, dass man zum Ford-Händler rennen muss, ihm droht und fordert, dass sie die Teile austauschen. Wer richtig den ATU-Technikstudenten raushängen muss, weist sie darauf hin, dass die Anleitung MTSB 8-2175 steht. Damit macht man sich bestimmt beliebt und es wird auch bestimmt niemand einen in den Kofferraum stuhlen als eine Art stiller Protest gegen Klugscheißer. Was, Bruder? Ab Facelift gab es auch noch optional ein adaptives Fahrwerk, was Magni-Ride heißt. Sie meinten bestimmt Magnetic Ride, aber weil ein Fuß mit texanischem Akzent im Management sitzt, hat er das so benannt, wie er es auch ausspricht. Ansonsten gibt es nur ein Standardfahrwerk, was aber von Werk aus relativ sportlich ist, aber trotzdem einen gewissen Komfort bietet. Es gibt die Funktion Line Lock, womit man beim GT einen Burnout machen kann. Das sieht zwar cool aus, ist aber nicht gerade gesund für Reifen und das Einatmen giftiger Gase ist ebenfalls ungesund. Das Reifenprofil anschauen lohnt sich also und gewährt vielleicht Einblick auf sadistische Adern und ödipale Minderwertigkeitskomplexe des Vorbesitzers. Die Ausstattung ist in Serie bereits recht üppig. Rückfahrkamera, 2-Zone Klimaautomatik, Launch Control beim Schaltgetriebe, Schaltwippen am Lenkrad bei Automatikgetriebe, Touchscreen mit 20 cm Bildschirmdiagonale und so weiter. Wer volle Hütte möchte, sieht zu, dass der Wagen das Premium-Paket hat. Da gibt es Sitzheizung, Sitzbelüftung, besseres Soundsystem, Navi, Parkpilotsystem hinten und Armaturenbrett in Lederoptik. Beim Kauf von meist billigen Modellen sollte man Abstand halten. Die werden meist von Ostblock-Latinos angeboten und die sind in der Regel aus den USA als Unfälle importiert worden und mit Sauergurken als Werkzeug zusammengeschraubt. Wenn ihr einen Import kauft, dann fordert immer das Carfax an. Damit kriegt ihr die gesamte Fahrzeughistorie raus. Die Autos kriegen dort nämlich einen Titel. Sollte der Titel im jeweiligen Bundesstaat Salvage lauten, ist es ein Totalschaden und darf dort nicht mehr zugelassen werden. Mehr zu dem Thema gibt es in diesem Video, wo das wunderbar erklärt wird. Billige US-Importe haben meist Stoffsätze und ein Navi-Display in 90er-Jahre Tamagotchi-Größe. Beim Thema Tuning gibt es viel Stuff zum Individualisieren. Die seriöseste Alternative wäre, direkte originale Teile zum selben Einbau von Ford zu nehmen. Ford garantiert hier simples Plug-and-Play. In den Emiraten verbauen sie zum Beispiel auch sehr gerne neue Tesla-Displays und die wildesten Bodykits. Dann ist es auch noch möglich, beim V-Facelift-Modell das Tacho auf das Facelift-Tacho abzugraden oder Tuning-Scheinwerfer, die ziemlich lecker aussehen. 500 PS sollten ebenfalls möglich sein, ohne Kompressor oder Turbos verbauen zu müssen. Zwar fangen die ersten Modelle bei knapp unter 20.000 Euro an, allerdings handelt es sich hier eher um Unfallfahrzeuge oder US-Importe, die wohl möglichst billig zusammengeschraubt sind. Wenn man sich schon so ein Teil anguckt, sollte man das definitiv professionell vorher durchprüfen lassen auf eventuelle Unfälle, weil bereits Fälle bekannt sind, wo der Wagen während der Fahrt buchstäblich zerbrochen ist. Schlau wäre es, um die 30.000 Euro auszugeben oder man holt sich direkt für 50.000 Euro einen Neuwagen und hat keine Sorgen wegen der Herkunft. Der Wagen ist also durch Oldschool-Technik sehr solide. Verwöhnte Qualitätsdieven werden damit womöglich nicht glücklich, es sei denn, sie geben sich mit Tiefkühlpizza-Qualität zufrieden. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her gibt es eigentlich kaum was Besseres. Insofern liked und kommentiert das Video oder fahrt multipler und schreibt mir in den ganzen Kommentaren, was das nächste Fahrzeug sein soll. Bisher steht der Mercedes W205 ganz oben auf der Liste.